Beschleunigungsgel. This test requires the vehicles to drive faster than their safety limiters allow. The orange Aperture Science Propulsion Gel is able to increase the test vehicle's velocity threefold. As a side effect, it also provides marginal increases to vehicle driver fun. Das ist ja gut. Schön, dass Scale auch hier ist. Und damit hey ho und let's go. Mit Bridge Constructor Portal. Gucken wir uns einfach mal so an. Hui! Okay, sterben wollen wir ihn aber nicht sehen. Ja. Was ist verlangt? Warum wird nochmal Geschwindigkeit aufgebaut? Das habe ich nicht so verstanden. Weil letztendlich durch das Laser komme ich sowieso nicht. Deswegen ist eigentlich das Gel, naja. Ob es notwendig ist, aber gut. Dann bauen wir mal eine schöne Straße, die absolut hässlich mal wieder ist. Im letzten Part hatten wir eine wunderschöne Brücke zum Beispiel. Hat aber letztendlich gehalten. Ach ja. Vielleicht, wenn ich das noch ein bisschen biege. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich hoffe es. Naja, sieht irgendwie nicht so gut aus. Mach wieder rückgängig. So. So, sieht doch besser aus. Hä? Hält das so? Ich denke nicht. Weil es sollte nicht... Ja, doch, es hält genügend. Okay. Funktioniert das überhaupt? Hui. Ja. Genau, das habe ich mir gedacht. Ach ja. Nein. Also da ist es zwar befestigt, deswegen ist es schön stabil, aber wie ich geahnt habe, ist der Winkel falsch. Sehen wir nicht, dass ich das so befestigen kann. Es hält, okay. Fahr mal. Okay, er kommt an. Oh! Meine Güte, okay. Dann, eigentlich eine ganz normale Brücke ohne Schnickschnack und sonstigen Kram. Ja, genau, das kann ich wie immer mit der Dreieckkonstruktion stabilisieren. Na komm. So. Sicherheitshalber mache ich noch hier die Seile dran. Ich sagte die Seile dran, danke. Dann hält es definitiv fest. So. Dann geht von hier sollte nicht... Nee, ich wollte nur das da machen. Okay, sie wackelt nicht, also sollte sie halten. Was ich trotzdem noch machen möchte gerne, nicht das da. Ist das da? Wie bewegt sich das Ding? Ah, ist in Ordnung. Und zwar möchte ich einfach nur, dass er definitiv nicht in die Laser fällt, vor allem beim Konvoi. Dann müsste das jetzt funktionieren. Da fliegt wieder einer raus. Aber locker flockig geschafft. Yay. Lass mal gleich den Konvoi, weil jetzt habe ich alles stabil genug gemacht. Wir halten sogar etwas Abstand wieder. Okay. Hauptsache hier kommt... Was ist passiert? Ich habe nur die zwei beobachtet jetzt. Und dann ist mir aufgefallen, dass da gar keiner mehr kommt. Ach, das Seil reißt... Ja. Okay.
Ja, da kracht alles ein. Hui! Ja, schaffen sowieso nicht. Eigentlich schon hier kann ich es nochmal befestigen. Das müsste ein bisschen Spannung wegnehmen. Jetzt habe ich ja noch einen Punkt. Vorhin hatte ich den nicht. Mal sehen. Das ist immer noch stark belastet. Das reicht trotzdem, aber... Nee. Nix aber. Aber absolut nichts aber. Gar nichts aber. Ja, dann kann ich es wieder mit der blöden Konstruktion hier, die ich eigentlich nicht mag, festnageln. Beziehungsweise reicht vielleicht eine normale Dreieck-Konstruktion von unten, ohne dass ich mit dem noch rumhantiere. Du auch noch? Ist das jetzt stabiler? Achso, hier, das fehlt noch. Sonst läuft sowieso nichts. So, mal sehen. Falls nicht, dann habe ich noch den Befestigungspunkt, den ich nutzen werde. Aber doch, es ist wesentlich stabiler. Das Seil reißt nicht mehr und alle kommen an. Jetzt die Frage ist, läuft das irgendwie so, wie ich möchte? Irgendwie nicht. schöner Stapel. Habt ihr wunderbar gemacht, Leute. Bin ganz stolz auf euch. Das machen wir aber nicht. So. So, kann ich das auch noch? Genau. So, einfach mal befestigen und mal sehen, ob es jetzt genügend ausbalanciert ist. Ja. Er schiebt den rein. Hauptsache irgendwie. Ja, die haben es geschafft, die zwei. Warum ihr zwei nicht? Seid solche Affen. Na gut, eine Alternative ist zum Beispiel wieder die Straße oben bauen zu wollen. Wie sieht's aus? Ja, dann ist die ganze linke Konstruktion unnötig relativ. Und der Konvoi kommt durch. Ja, wunderbar. Perfekt. Sehr gut. Langsam muss ich ein bisschen rätseln, aber letztendlich schaffe ich es doch. Mit Anlauf. The existing construction is an example of how to apply the principle of deflection, which uses anchor points that are not directly accessible. Don't forget that we have granted you unlimited access to the Library of Best Practices to review other useful principles. Danke, danke, danke. Ja, wunderbar. Ja, also was Neues habe ich dadurch jetzt nicht gelernt, aber na gut. Schauen wir mal. Ach so. Nee, hä? Echt? Hast du so wenig Schwung dadurch? Ich, echt voll wenig, okay. Da oben ist ja das Beschleunigungsgel, damit... Schaffen sie es locker? Definitiv. Also was ich definitiv auch machen muss, ist hier direkt eigentlich hoch. Deswegen gar nicht so viel rumrätseln muss ich. Ja, aber hier kann ich diese Taktik nicht anwenden. Hier muss ich einfach nur befestigen erstmal. So, dann hier wieder mit der Dreieckkonstruktion arbeiten, vielleicht ein bisschen kleiner. Genau, dann passt das besser. Ja, in Straße verwandle ich das auch noch, keine Sorge. Diesmal fliegen sie mir nicht um die Ohren. So, sieht das noch was aus?
Nein. Okay. Ach so, das habe ich sowieso vergessen. Wie? Es geht nicht da dran. Ach komm schon. Ja, jetzt. Okay, ein Millimeter. Oh, komm schon. So, die Frage ist, wie mache ich das? Aha, ja. Aha. Okay, vielleicht sollte ich nicht auf die Vorlage mich stützen. Wie verhält es sich so? Achso, es geht trotzdem durch die Wand, okay. Was ist, wenn ich damit ein bisschen experimentiere und das so mache? Dann habe ich hier die schöne Wiederkonstruktion. Ist das stabiler? Nee. Muss ich auch nicht weiterbauen. Machen wir mal rückgängig den Kram hier. Der war nicht gut ausgedacht. Etwas knifflig. Ich guck mal kurz, vielleicht deswegen hat er mir extra den Tipp gegeben in die Erfolgsmethoden. Dreiecke, klar. Mache ich ständig. Okay. Ich denke, hier haben wir noch nie genau reingesehen, deswegen ist es auch gut. Ja. Auch klar. Ah, das muss ich öfters machen, wenn ich kleine Problemchen habe, okay? Ja, okay. Können in vielen Fällen ausreichen. Okay, ja. Ist auch nichts Neues. Stimmt, was ist, wenn ich es so mache? Was ich, wenn ich das sowas daraus zaubere? Achso, das geht ja gar nicht, gell? Ah doch, das geht, okay. Es macht aber letztendlich keinen Sinn. Egal, wie viele Seile ich dran mache. Außer... Ich mache sowas daraus. Nein, nicht das da. Guckst du? Jetzt mache ich sowas draus. Jetzt verbinde ich das, ja, das Kabel damit. Und das war's. Es ist schon stabiler. Okay, okay. Ich gehe in die richtige Richtung, denke ich. Es geht in die richtige Richtung. Nein, schon wieder falsch. Jetzt so. So ist korrekt. Nee, das muss ich nicht befestigen. Das habe ich befestigt. Das habe ich noch nicht befestigt. Ah. Mache ich vielleicht damit weiter? Vielleicht. Doch, von unten positionieren ist besser. Wenn das am Ende sehr stabilisiert, dann soll es das gewesen sein und fertig. Dann muss ich nicht mit den Seilen experimentieren. So. Na komm schon. Brauche ich das? Nee. So, sehr gut. Und... Sehr gut. Jetzt habe ich hier einen Befestigungspunkt auch noch, weil die wären sonst unnötig. Die sind genau dafür da. Ich ignoriere gerne immer Sachen.
Leider zu meinem Nachteil. So, dann haben wir wieder. Aber diesmal sieht sie zumindest schön aus. Sie bricht langsamer zusammen. Also doch wieder was erreicht. Okay. So, so. So, dann kann auch das wieder befestigt werden. Nein, das Seil will ich. Den Duschvorhang. Anscheinend gibt es auch keine großartige Begrenzung. Wo kommt das andere? Ah, das andere kann nicht mehr. Okay. Immer noch nicht ganz. Das da bitte. Dann mache ich hier weiter. Wie gesagt, sehr gut, dass es durchlässig immer ist. So. So. Und so, jetzt hängt es auch wieder hier oben fest. Einfach weiter mit Dreiecken machen. So, wunderbar. Hier kann ich es auch nochmal befestigen. Die Straße sollte da nicht sein. Hier kann es auch nochmal rein. Na komm schon, jetzt hält sie aber. Wird wohl eine lange Nacht heute. Was wollten die mir hier zeigen? Lustigerweise in Erfolgsmethoden. Was ist denn alles mit Seilen? Das da. Gut, bringt mir nicht sehr viel im Moment. Das da. Probiere ich gerade. Funktioniert allerdings auch nicht. So, so. Na komm schon. So, schöne Musik. Könnte sogar eine Unterwassermusik eigentlich sein. Ne? Hier ist ein Faden. Der stört mich. So. So eine schöne Brücke hätte das mal funktioniert. Aber nö. Ach ja. Was macht man da? Nein, das will ich auch nicht. Ja, das bringt ja nichts. Ich stehe echt auf dem Schlauch. Was genau ist verlangt? Ja, das Problem ist, es sollte letztendlich nichts bringen. Es stürzt immer langsamer ein, aber letztendlich stürzt es ein. Ich habe hier auch den Überblick verloren. So viel Krimskrams hier mittlerweile. So, ein paar mehr Verstrebungen. Das allein sollte noch nichts bringen. Aber ich kann jetzt mehr mit den Seilen arbeiten. Dachte ich. Es will nicht halten, Mann. Also anscheinend bin ich die komplett falsche Strategie angegangen. Das erste, wo es zusammenkracht, ist
eigentlich fast überall gleich. Sowohl oben als auch unten. Na gut, kann man irgendwie alles rückgängig machen? Konstruktion löschen, danke. Ah, das geht auch. Okay, wollte ich nur wissen. Löschen. Dann fangen wir mal komplett... Ach so, jetzt hat er auch mir die Anfangsding da weggenommen. Okay. Macht mir nichts. Das war ja eh nur hier der Stab. Mit den Seilen dran. Genau. danke. Aber letztendlich bringt das mir nichts. Weil es hält nicht viel. Aber. Ja, ja, klein ist definitiv besser. Was, wenn ich noch ein kleines Ding mache? Statt ein großes. Hält es besser? Wackelt genauso fast, okay. Nein. Jetzt probiere ich dieses Konstrukt. Ja, am Anfang ging es ab in dem Let's Play und jetzt ist es ja so ein bisschen chillig geworden. Bisschen zum Nachdenken. Bisschen quatschen kann man dabei. Die Musik über sich ergehen lassen. So. Das könnte eventuell stabiler sein als meine erste Idee. Wobei ich nicht weiß, wie stabil die Seile wieder sind. Wenn ich die Brücke auch nicht so schwer mache, müssen sie auch nicht so viel heben. Aber nö. Erbarmungslos stürzt es ein. Beziehungsweise wenn ich hier vielleicht die Halterung von unten mache, dann passiert das auch nicht mehr. So. Wenn ich das dauerhaft mache? Ja. Doch. Von unten ist richtig. Von unten ist definitiv richtig. Na komm. Okay, wir haben es fast. Doch. Diesmal ist es besser. Auch wenn es langsam ähnliche Gestalten annimmt. Habe ich ein besseres Gefühl hierbei. So, dann haben wir hier noch eine Befestigung. Und? Nee. Nichts ist besser geworden, gar nichts. Absolut nichts. Muss sowieso eine Straße sein. Stehe ich komplett auf dem Schlauch oder ist es tatsächlich schwer? Der Arme kommt nicht mal annähernd da an, wo er soll. Was wolltet ihr mir damit zeigen? Am Ende verwirren sie mich damit nur. Ah, wo will ich nicht? Was ist los? Okay, ist wieder alles gut. Ja, okay. Ich häng echt fest. Ich würde sagen, da in dem Part sowieso nichts los war. Jedenfalls in dem Level. Ich experimentiere für mich selbst und wir sehen uns, sobald ich eine Lösung zu präsentieren habe. Bis gleich.
scheine es schon geschafft zu haben. Eine kleine Verbesserung da oben. Ist allerdings noch an ein paar Stellen rot. Aber es hält zumindest für einen Fahrer. Hui! Okay, er hatte seinen Spaß. Sehr gut. Jetzt die Frage ist, überlebt die Brücke es auch für den Konvoi? Weil, ihr seht es da unten, wird es schon ziemlich rot und die Seile können auch jederzeit wieder reißen. Mal sehen. Bitte habt ein bisschen Abstand. Okay. Doch, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert! Yeah. Es funktioniert! Yes! Ah, damit haben wir das Level doch noch geschafft. Okay, also alles, wie gesagt, was ich verbessert habe, ist hier noch eine Dreierkonstruktion zu machen und hat eigentlich schon gehalten. Ich habe es trotzdem nochmal an den zwei Seilen hier befestigt. Aber letztendlich hat es gereicht. Ein kleiner Fehler hat mir nur noch gefehlt. Was? Nee. Ein kleiner Fehler musste noch weg, so, damit es reicht. Ich bin schon müde, man merkt's. Aber ich bin froh, dass wir das Level geschafft haben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.